Drücken. Einen wunderschönen guten Abend, Österreich. Ich bin gleich in der ZIP 2. Ich freue mich schon sehr. Es gibt ja große Neuigkeiten. Heute mal in der ZIP 2 ein wirklich schillernder Studiogast, nämlich Conchita Wurst. Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe Sie ganz am Anfang als Vorjahressiegerin angekündigt. Ich war da ein bisschen meiner Zeit voraus, weil wir ja über den nächsten Song Contest reden. Ihre Erfahrungen, die Sie heuer vor nicht einmal 3 Monaten in Kopenhagen gemacht hat. Was macht einen guten Song Contest aus? Wann ist das wirklich ein gelungenes Fest? Ich glaube, ein gutes Song Contest ist dann ein guter Song Contest, wenn diese 2 Wochen, wo die Künstler da sind, wo die Gäste da sind, wirklich ganz, ganz viel passiert. Natürlich ist der Hauptabend sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, und da ist ein kleines Appell an alle Gastronomen, wir haben das Glück, 2 Wochen lang wirklich internationale Gäste zu haben und die wollen 2 Wochen lang nonstop unterhalten werden. Und ich denke, das wäre schön, wenn das passiert. Das heißt, es geht jetzt nicht nur alleine um den Abend, da muss sowieso alles passen, sondern es geht offenbar auch sehr viel mehr um das Umfeld, um das Ganze drumherum. Absolut. Und ich denke, man sollte auch wirklich diese Chance nutzen, nun insbesondere Wien, einfach sich auch vorzustellen, sich neu vorzustellen der ganzen Welt. Weil der Song Contest wird schon weit über die Grenzen Europas ausgestrahlt. Und ich denke, das sollte man doch so gut als möglich nutzen. Jetzt ist Wien Wien und eh super, aber in Sachen Weltoffenheit ist immer Luft nach oben. Glauben Sie, ist Wien gut genug vorbereitet? Fühlen Sie sich da wohl? Absolut. Ich denke, jede Stadt hat das Recht, sich zu entwickeln. Und das hat Wien definitiv über die Jahre gezeigt. Und es wird immer mehr gemacht, immer mehr Kulturelles angeboten. Das finde ich sehr, sehr schön. Und mit dem Song Contest haben wir vielleicht ein ganz neues Element, das wir herzeigen könnten. Nämlich große Shows zu organisieren. Sie haben, wie gesagt, vor erst 3 Monaten gewonnen und Sie haben Ihren Sieg damals als Zeichen der Toleranz bewertet. Wie schaut denn jetzt Ihre Bilanz aus? Ist das immer noch so? Ich denke, mein Sieg war ein ganz großes Statement aus Europa an die Welt, wenn man so möchte. Nur ein Statement reicht nicht, um eine ganze Gesellschaft zu ändern. Also ich persönlich arbeite immer wieder daran, meine Message und das, woran ich glaube, immer wieder zu sagen und darüber zu diskutieren, weil es eben ja noch nicht gang und gäbe ist, dass man andere eben so sein lässt, wie sie nun mal sein wollen. Wenn man Interviews mit Ihnen sieht oder hört oder liest, Sie machen immer so einen positiven Eindruck. Passiert Ihnen nie was Negatives? Ach du meine Güte, mir passiert genug Negatives, Gott sei Dank nicht vor Kameras. Aber haben Sie so richtig negative Erfahrungen dann auch gemacht? Nicht also all diese Offenheit, die diese Österreich sich jetzt schmückt, ist das aus Ihrer Sicht so wirklich wahr? Ich kann das wirklich nur aus einem sehr subjektiven Ansatz beantworten, weil Menschen sind sehr schnell mit ungefragten Meinungen, mit bösen Kommentaren, wenn es unter dem Deckmantel der Anonymität passiert, Internet. Mir persönlich passiert das so gut wie nie, dass sich jemand mit mir anfeindet. Weil alle, die mit mir sprechen wollen, kommen ja zu mir, um mir zu gratulieren oder weil sie eben mit mir sprechen wollen. Und negative Naherlebnisse hatte ich ganz, ganz selten. Ich frage unter anderem auch deshalb, weil in der Alfons Haider hatten wir nach ihrem Sieg in der ZIP 2 Studiogast und der hat gesagt, es gäbe noch genug Homophobe, die Vorschriften machen wollen. Ich denke, wie ich schon vorher gesagt habe, eine Gesellschaft hat das Recht zu wachsen und wir sind auf einem guten Weg. Und ich wiederhole mich, wir müssen nur daran arbeiten, kontinuierlich, weil es reicht nicht, wenn man einmal gesagt hat, so, und ich bin jetzt tolerant, das muss man schon irgendwie verinnerlichen. Und es geht am Ende des Tages ja auch nicht um Toleranz, sondern um Akzeptanz und Respekt. Und das hat jeder verdient und deswegen finde ich es auch nicht so wahnsinnig schwer, danach zu leben. Noch zu Ihnen ganz kurz als Künstlerin, wie geht es dann da weiter? Haben Sie schon ein würdiges Nachfolgerlied für Rise Like a Phoenix gefunden? Ob ich tatsächlich schon den Song habe, weiß ich nicht. Ich habe viele sehr schöne Songs. Ich bin auch momentan dabei, die zu sortieren und auszuprobieren. Und ich nehme einfach die Zeit, damit da wirklich was Tolles entsteht. Und ich habe jetzt auch einige Leute mehr, die ich enttäuschen kann. Und deswegen möchte ich niemanden enttäuschen und lasse mir da etwas Zeit. Was Sie ganz knapp, nachdem Sie gewonnen haben, schon gesagt haben, dass Sie nicht nochmal antreten. Jetzt erinnere ich zum Beispiel an Lena Meyer-Landrut, die in Deutschland ja einmal gewonnen hat und dann im Jahr danach auch angetreten ist und durchaus einen Achtungserfolg erzielen konnte. Warum kam das für Sie nie in Frage?
Ich weiß es nicht. Für mich kam das deswegen nicht in Frage. Ich muss es so ehrlich sagen, wie es ist. Was sollte ich noch mehr als gewinnen? Also jetzt müsste ich noch mal gewinnen mit einer besseren Punktezahl. Das wäre mir zu viel Stress. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne ein Teil der Show. Und ich habe das auch schon sehr oft gesagt, dass ich mir durchaus einen kleinen Moderationspart vorstellen kann. Beziehungsweise möchte ich natürlich auch singen. Aber alles, was mir vorgeschlagen wird, nehme ich doch dankend an. Das würde ich bald in 7 Mal sehen, was daraus wird. Ich danke sehr herzlich für den Besuch im Studio. Dankeschön, vielen Dank.